Hallo ihr Lieben, ich hoffe es geht euch gut. Heute ist es leider ein bisschen windig, ich kann aber nicht rein, ich muss es jetzt aufnehmen. Ich muss so gut wie es geht dieses Mikro vor Wind schützen, damit ihr einen vernünftigen Klang habt. Also ja, verzeiht mir, falls es mal zwischendurch kurz ein bisschen windet. Was wir hier machen, wir reden nochmal über die letzte Woche in Tokio, bevor wir dann irgendwann ganz konzentriert in die Trip Reports gehen. Und wir legen auch direkt mal los, ihr Lieben. Der letzte Stadtteil, den wir dann erkundet haben oder in der letzten Folge noch nicht besprochen haben, war Akihabara. Akihabara ist Electric Town, ein wahnsinniger, wahr gewordener Traum für Gamer. Nicht nur für Videospiel-Gamer, sondern auch für Pachinko, dieses japanische Spiel, wo man nur verlieren kann mit so Metallkugeln, macht tierischen Krach. Aber also Gamer jeglicher Couleur und für so Manga-Fans, also insgesamt für die Nerd-Kultur. Man kann dort von jeder Manga-Serie, alle Anime-Sachen, man kann da alles kaufen und es ist ein riesiges, lustiges, buntes Stück Popkultur und wir sind sofort riesen Akihabara-Fans geworden und es gibt überall kleine Automaten, wo man Nonsense ziehen kann. Also so richtiger Firlefanz, so richtiger Trash. Und das ist aber eine eigene Kultur. Und die Dinger, diese Häuser, wo dann so 500 Automaten stehen, wo du kleine Plastik-Sushi oder irgendein echt Krimskrams kaufen kannst, ist immer gut besucht und bei Touristen extrem beliebt. So, und wir haben einen Automaten gefunden. Haltet euch fest, ihr Lieben. Ja, von Casio der Automat und es gibt ein paar Casio-Klassiker als Ring. Und die, es kommt dann auch auf so einem Sockel, dann kann man die nochmal so ins Schlafzimmer stellen, wie man so eine Uhr ausstellen würde. Und wir waren so dermaßen verknallt in diese kleinen Uhren, dass wir, ich weiß gar nicht, wie viele gezogen haben, bis wir dann auch nochmal ein paar andere Modelle hatten. Aber ja, das fanden wir ein richtig geiles, wie sagt man denn zu so, Kitsch, ne? So Kitsch kam, so ein kleines Samurai-Schwert auf so einem Holzständer, also, ja, so kam, man weiß nie so richtig, was man damit machen soll, aber es gehört irgendwie dazu und es ist ein Stück Japan und natürlich muss jetzt wahnsinnig viel Krach gemacht werden, wenn ich mit meiner lieben YouTube-Familie sprechen möchte. Ihr solltet euch schämen. Ja, ich hoffe, ihr könnt mich aber weiterhin hören, egal wie viel Krach da unten passiert. So, ihr Lieben, und jeder von euch kennt doch diese Automaten, wo so ein Greifarm ist und der greift nie so richtig. Und man denkt, eigentlich ist das doch total einfach, aber der greift immer nur so schlaff zu und alle Leute werden verarscht. Und da habe ich Folgendes gesehen. Diese unfassbar echt aussehenden Chicken Nuggets. Ja, musste ich haben. Musste ich sofort haben. Und ihr glaubt's nicht, mit meinem ersten Versuch habe ich dann direkt ein Nugget gezogen und hab den immer an meiner kleinen Louis Vuitton Tasche getragen. Ich war schwer verliebt in diesen Nugget. Aber dass es so gut funktioniert hat. Ja, ich bin nicht so der, ich weiß nicht, ich werde nicht so schnell süchtig von so Spiele-Sachen, sonst wäre ich wahrscheinlich, hätte ich da weitergespielt und hätte mir eingebildet, ich könnte mit diesem Greifarm die Welt zu mir zaubern. Ja, nee, aber sowas nicht. Trotzdem, wie eine große Kirmes, wie ein großer Popkultur-Bazar, richtig, richtig schön. Und ich habe dann versucht, einen alten Game Boy Advance gebraucht zu bekommen, aber ehrlich gesagt, unter allen Gameboys, Game Boy Color, Game Boy Advance, ist der Game Boy Advance so begehrt, dass der einem immer unter der Nase weggekauft wird. Egal, so viel zu dem Stadtteil. Ein paar Bilder habe ich euch sicherlich eingeblendet. Zweite Sache, die wir gerne machen wollten. Und es war irgendwie, ich würde nicht sagen traurigerweise, aber es war so ein bisschen Reality-Check bei mir. Und zwar ging es nach Omotesando, / Harajuku. Zwei Stadtteile in Shibuya. Ob Omotesando zu Shibuya gehört, weiß ich nicht, aber Harajuku gehört auf jeden Fall dazu.
Nur Idioten. Wirklich nur Vollidioten. Das hatten wir in Japan natürlich gar nicht, weil alle sehr, sehr rücksichtsvoll waren. Und nun, zurück zu Omotesando. Was man in Omotesando gerne macht, ist Secondhand, Vintage shoppen. Denn es gibt eine Straße, die heißt Cat Street. Cat Street wie die Katze. Und wenn man die Cat Street über die große Hauptstraße läuft, Richtung Norden, dann heißt diese Cat Street Cat Alley. Ich glaube, Cat Alley heißt sie dann. Aber die Cat Alley und die Cat Street, es ist ein süßer kleiner Secondhand-Laden neben dem anderen. Und ich wollte Krawatten kaufen, denn der liebe Philipp 40, der letztes Jahr da war und so sich in den Omotesando verknallt hat, der hat uns nämlich Krawatten mitgebracht und ich wollte mich revanchieren und es war leergefegt. Es gab unzählige billige Polyester-Krawatten, aber so richtig gute Krawatten gab es nicht mehr. Ich weiß nicht, was da passiert ist und ich habe eine Sache gemerkt. Ich stand da in den Läden und Rieke guckte mich auch so an und sagte, ja, willst du nicht ein bisschen stöbern? Ich musste in diesem Moment realisieren, dass ich überhaupt keinen Bock auf Vintage-Klamotten, auf Klamotten-Shopping hatte. Ich habe nichts an Klamotten gekauft. Ich habe mir ein T-Shirt von Tower Records geholt, aber ich habe nichts an Klamotten geholt und das ist vielleicht manchmal so. Gerade ich muss immer unheimlich variabel in meinen Träumen, Leidenschaften bleiben und in dem, was mir gerade gefällt. Und ich war, konnte es nicht glauben. Aber ich habe es nicht geschafft, mich für Klamotten und gerade Secondhand-Klamotten zu begeistern. Muss ich wohl ein bisschen warten, bis das wiederkommt. Aber somit war Omotesando ein schöner Stadtteil, aber für mich hatte der irgendwie keine große Relevanz mehr auf der Reise. Dann, wir haben irgendwie ganz lange, haben wir es nicht zu irgendeinem Schrein geschafft und dann sind wir zum Meiji-Schrein gefahren. Der Meiji-Schrein ist nämlich direkt neben Omotesando, also direkt neben Shibuya und, ja, wie soll ich den beschreiben? Der Schrein an sich, der sieht gar nicht so spektakulär aus und der ist nicht wie der Sensoji-Schrein, den man so kennt, mit dieser roten, großen Glocke und ja, der ist eher so ein bisschen grauer, zurückgenommener, aber wie vielleicht habe ich das mal eingeblendet, natürlich eine zeremonielle Geste, ein kleines Gebet haben wir da gelassen, denn man darf das Mystische niemals unterschätzen und vor allen Dingen für einen Atheisten wie mich, der mit der Kirche sowieso nichts anfangen kann. Ja, und was aber schön ist, ist der Weg zum Meiji-Schrein. Man muss nämlich eine ganze Weile laufen und dann läuft man auch durch die Tore und der Weg dahin, das ist so ein ganz zugewachsener Wald und es ist ganz ruhig mitten in Tokio und das ist total schön. Das ist richtig, richtig, richtig schön. Das hat mir total gut gefallen und ihr wisst ja, ich bin ja nicht der Naturtyp, aber das war ehrlich gesagt ganz schön. So, und dann waren wir irgendwie aber noch gut drauf und haben gesagt, ja, wir nehmen jetzt die Bahn in das nächste Stadtviertel, was wir uns noch angucken wollten und das war Nakameguro. Und Nakameguro, da fließt der Meguro durch und immer wenn die, wie heißt er denn, ihr wisst schon, eher Kirschblütenzeit ist, dann ist es da besonders schön, weil links und rechts vom Fluss, also am Flussufer, stehen die ganzen Kirschblütenbäume, Kirschbäume und blühen dann da und das soll total toll sein. Aber dann waren wir da und es war tot. Da war nichts, da schien auch alles geschlossen und da waren nur Kinder in Schuluniform, verschiedene Schuluniformen. Ich weiß nicht, ob da die ganzen Schulen sind, ob das so ein Schulviertel ist, aber es war nichts. Das war ehrlich gesagt total langweilig. So, da sind wir nach Shibuya gefahren. Wir wären eh schon in der Ecke und also so richtig rein. Also wir reden, ne? Wir haben, wie jeder Tourist, wir mussten natürlich einmal Shibuya Crossing machen
Und dann war es auch schon so dunkel. Dann hat man natürlich Shibuya Crossing ein bisschen mehr Spaß, denn es ist ja alles neon erleuchtet. Und das war, wie es halt so ist, nett, aber klar, voll mit Touris und großes Gedränge. Und da war ich bei Tower Records. Und ich als großer Vinyl-Fan konnte dort zuschlagen bei J-Pop. J-Pop ist eine Gattung, die so in den Ende 70er, frühen 80ern groß wurde. Und zwar ein sehr gefälliger, auch funkiger Pop. Richtiger Pop. Und der hat ganz schöne Stars hervorgebracht und in letzter Zeit ist J-Pop groß geworden, so groß. Jeder zweite Song auf Insta oder sonst wo wird mit J-Pop unterlegt und ich habe mir zwei Platten von Andri, diejenigen, die sich auskennen, wissen, also eine nicht wegzudenkende Größe des J-Pop, die habe ich mir dort geholt und ich habe mir eine Slipmat geholt, mit meinen Haaren los hier hinten, ich habe mir eine Slipmat geholt, für den Plattenspieler, ihr wisst schon, wo man die Platte dann drauflegt von Tower Records und ein T-Shirt. Denn es ist schon ein bisschen was Besonderes. Tower Records hat ja überall zugemacht. Es gibt in L.A. keinen einzigen Tower Records mehr. Der einzige Tower Records, der quasi überlebt hat, ist der, also den ich kenne, ist glaube ich in Tokio. Bin mir nicht sicher, aber das ist dann schon schön und irgendwie ein Stück Vinyl und Musikkultur. Ja, das war echt ganz toll, das nochmal zu sehen. Am nächsten Morgen, nach diesem Tag, ich blende euch mal ein Foto ein, so sahen dann meine Knie aus. Und wer jetzt sagt, meine Knie sehen immer so aus, das mag sein, aber meine Knie sind absolut sichtbar. Das sind ja auf dem Foto absolute Wasserballons. Also ich hatte solche Schmerzen in den Knien, dass der Körper dort so viel Wundflüssigkeit hingeleitet hat. Entschuldigung, es wird sehr windig. Dass ich wirklich meine Knie schwammen. Und weil wir am Tag zuvor 16 Kilometer gelaufen sind. Und das sind wir so 5-6 Tage in Folge, so zwischen 12 und 16 Kilometern gelaufen. Und das fanden meine Knie so halb lustig. Ja, und da sind wir zum Sensuji-Tempel gefahren. Da habe ich euch ja erzählt, ne? Der Tempel, den man eher so kennt aus Filmen. Und vielleicht, wenn man Tokyo Temple eingibt, dann kommt der schon mal weil das mit dem die rote Akzentfarbe und man trinkt da das Wasser und man nimmt den Rauch auf und es ist irgendwie so ein bisschen verbreiteter, aber Leute, so dermaßen überlaufen und ich habe noch nie so viele, ich muss leider sagen, echt doofe Touristen gesehen. Da ist man ganz viele Tage mit Tokiotern zusammen, die so höflich sind und still und dann kriegt man plötzlich den Kulturschock, aber nicht Kulturschock, weil man auf Japaner trifft, sondern weil man wieder auf besoffene Australier, Deutsche, die da rumbrüllen, Chinesen brüllen leider auch sehr gerne und sehr laut und kennen auch keinen Personal Space. Ja, da war alles voll, alles voll. Es machte überhaupt keinen Spaß, also Sensuji Schreien würde ich sagen, irgendwann mal ganz früh morgens oder ganz spät abends oder sonst wie machen, aber zu einer normalen Tageszeit ist es da die absolute Hölle. Ja, ihr Lieben, ich habe euch doch das letzte Mal unser Zimmer gezeigt, unser Zimmer im Okura. Wir sind umgezogen. Wir sind dann für die letzten 3 Nächte umgezogen und zwar in den Heritage Wing. Ihr erinnert euch, ich habe euch erzählt, dass es einmal die Prestige Tower gibt, der ist sehr hoch, und dann den etwas flachen Heritage Wing. Nun verhält es sich so. Im Heritage Wing gibt es nur Suiten, keine normalen Zimmer. Die Zimmer gehen erst ab 60 Quadratmeter los. Und ein Unterschied wie Tag und Nacht. Ich habe selten, wenn nicht, ich muss sagen, noch nie, so ein unfassbar schönes, offenes, Feng Shui-perfektes Zimmer unterm Hintern gehabt. Der Schreibtisch, ich liebe ja, mein Schreibtisch ist immer das Wichtigste. Der Schreibtisch steht irgendwie perfekt, die Dusche ist ganz, ganz, ganz toll und eine Dampfsauna. Eine Dampfsauna im Zimmer. Ich denke mal, dass ich euch auch wieder Bilder zeige hier.
Die werdet ihr nachher natürlich nochmal sehen und ich versuche noch mehr darüber zu erzählen. Aber jetzt erstmal ganz kurz ein paar Bilder dazu und meine Gewissheit, die Gewissheit, dass ich so begeistert war. Und jetzt passierte Folgendes. Ich war ja die ganzen Tage, weil ich ja so Bauchschmerzen hatte und vorher habe ich euch alles erzählt und jetzt auch noch mit den Knien und so, ich war nicht so gut drauf. Ich merkte aber, dass es auch daran lag, dass ich mit dem Zimmer unzufrieden war. Irgendwas war da. Ich hatte vor allem, egal wo ich war, waren immer die Füße kalt und immer der Kopf heiß. Genau andersrum sollte es ja sein. Kühlen Kopf bewahren, warme Füße haben, alles wunderbar. Und da war es genau andersrum. Und das hat mir so zugesetzt und ich hatte überhaupt gar keine Ideen. Kaum waren wir in dem neuen Zimmer. Ich habe, glaube ich, 8 Seiten an meinem Roman geschrieben. Ich war voller Elan. Mir war es egal, ob mir die Knie wehtun. Und so viel Gewicht und so wichtig war mir unser zweites Zuhause. Ich weiß, es klingt für viele total dumm, weil sie sagen, ey, Hauptsache pennen und die Stadt. Nee, es ist wichtiger als die Stadt, in der ich bin, weil das gibt mir, das sehen wir ja daran, Tokio hätte mir ja ein bisschen Energie geben können oder Kreativität oder was. Nein, das war der Wechsel in dieses Hotelzimmer und das war toll. Das war ganz, ganz, ganz toll. Und wenn man in diesem Zimmer nächtigte, bekam man dann Zugang zur Club Lounge. Das ist in Asien total üblich, dass gewisse Zimmerkategorien Zugang zu einer bestimmten Etage bekommen und in dieser Etage kann man dann den ganzen Tag Champagner trinken. Die servieren verschiedene zu Uhrzeiten. Es gibt dann Uhrzeit, also mittags gibt es nichts, aber morgens und abends servieren sie dort Dinge, als würde man echt in einem 5-Sterne-Restaurant sitzen. Unglaublich, wir haben so gut gegessen in dieser Club Lounge. Und Rika hat immer Champagnerfrühstück gemacht. Also wirklich gut. Wenn jemand mal ins Okura fährt, bitte nehmt euch ein Zimmer im Heritage Wing. Es lohnt sich doppelt und dreifach. Ganz toll. Ich hoffe, ich habe euch ein paar Bilder eingeblendet. Man hatte aus der Business Lounge auch wieder eine sehr schöne Sicht. Das war ganz toll. Und dann am letzten Tag. Rika hatte Geburtstag, einen Tag bevor wir zurückgefahren sind. Und ihr ging es aber auch nicht so gut, hatte Frauengeschichten und da habe ich mir gedacht, nee, weißt du was, wir müssen Rike jetzt mal, es hat geregnet, es hat den ganzen Tag geregnet, wir konnten nichts machen, habe ich gesagt, komm, Rike kommt jetzt in die Badewanne mit einer Flasche Champagner und ich hole eine, wir haben eine Nintendo Switch hier, aber der Yen, erstmal der Yen steht so gut und die Switch kostet so wenig in Tokio, dass ich für, glaube ich, 140 Euro eine Switch Lite gekauft habe. Mit dieser wunderschönen gelben Verpackung. Ich kann euch die Switch mal zeigen, wenn ihr wollt. Also ich meine, ist ja nicht so spannend. Sekunde. Ihr wisst ja alle, wie eine Switch aussieht, aber die Lite ist so ein ganz kleines bisschen dünner und der Bildschirm ist ein bisschen kleiner und sie ist natürlich, wie der Name schon sagt, leicht. Und dann haben wir große Zelda-Fans, Rico und ich beide, was wir aber nie gespielt haben, war das Remake von Zelda Link's Awakening. Das war der Game Boy Advance Knaller, ist immer noch unter den liebsten Zelda-Spielen weltweit, nach vielleicht A Link to the Past und den neuen. Ganz toll und dann haben wir die gekauft. Und ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber es gibt keinen Regionalcode. Ihr könnt jedes Spiel kaufen und die AAA-Spiele, also was Großes wie Zelda oder Mario, da sind von Anfang an alle Sprachen mit dabei. Auch wenn die Verpackung japanisch aussieht, Deutsch ist mit dabei. Und da müsst ihr einfach nur fragen, da müsst ihr das Kleingedruckte übersetzen und da werdet ihr sehen, dass von Türkisch bis Deutsch, über Deutsch bis Englisch, alles schon da drauf ist. Ja, und das war cool irgendwie jetzt so eine, noch eine kleinere Switch aus Tokio zu haben. Und dieses Spiel, ja, genießen wir gerade sehr. Rike ist auch mittendrin. Wir spielen über 2 Accounts. Und das war so ein kleines, schönes Gimmick. Ja, und jetzt sind wir wieder hier, ihr Lieben. Und wir sind, der Rückflug ging mit Air France. Oh, wir saßen übrigens in der ganz neuen, in der nagelneuen Business
der 777 von Air France. Dazu mache ich ein eigenes Video. Super geil. Wirklich richtig, richtig gut. Bestes Business-Produkt, das ich geflogen bin bis jetzt, weil ich die asiatischen Klassiker wie Katar und Etihad und so noch nicht geflogen bin. Deshalb war das für mich bis jetzt das beste Produkt, Hardprodukt. Und auch zum dritten Mal in Folge die freundlichste Crew, Air France, man staune, die wir hatten. Aber 15 Stunden Flug, 14 Stunden und 55 Minuten oder 14 Stunden und 50 Minuten sind wir geflogen, weil wir über den Nordpol geflogen sind. Wir sind über die Arktis geflogen und der große Umweg muss halt sein, weil Putin Krieg macht und da dürfen wir halt nicht über russisches Gebiet und deshalb muss man diesen riesigen Umweg fliegen. Und ich muss sagen, 15 Stunden in dem Flieger zu sitzen, boah, hätte ich nicht gern in der Holzklasse gemacht. Ganz ehrlich. Ja, ihr Lieben, ganz dicker Drücker und wir sehen uns. Wir haben so viele Sachen mitgebracht für Taste Test und ich habe auch schon da ganz viele Sachen gemacht. Wir werden uns mit Taste Tests sehen, freue ich mich drauf und ich glaube, ich mache das mit Rieke zusammen. Da sitzen wir nebeneinander und dann können wir so ein bisschen reflektieren, wie es denn nun wirklich schmeckt. Und ja, ihr Lieben, habt ein ganz tolles Rest-Pfingst-Wochenende und wir sehen uns ganz schnell und ganz demnächst mit einem schönen Test. Und vor allen Dingen, ihr wisst, was wir besprochen haben, wir wollen die Insta-Trip-Reports auskramen und hier quasi eine chillige Variante, die nicht so dahergehetzt ist, machen. Zwar in Hochkant, wir gucken es dir einmal an und dann rede ich nochmal drüber und dann machen wir statt diesen 90 Sekunden, reden wir halt so 5 Minuten drüber. Also eine entspannte Fassung für die Leute, die gar nicht bei Instagram sind. Ihr Lieben, ganz dicker Drücker und wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao.